Vieles gelang und wenig ging ihm daneben. Uwe war der King, so ist das eben. Er macht das Spiel, wenn sein muss, auch allein. Kann ich hier stehen bleiben? Hier ist am wärmsten. Vergiss den Uwe nicht, dann versäumst du deine schönsten Stunden. Und jetzt Uwe Seeler. Vergiss den Uwe nicht. Wow. Aber es ist noch genauso wie vor 60 Jahren. Wir haben noch so viel vor uns. Ich weiß manchmal nicht mehr, ob wir das schaffen. Oder? Ich komme jetzt mal mit zu Ihnen hier rein. Ja, gerne. Kommt hier. Mach ihn mal ein bisschen hübsch. Ne? Da braucht ihr lange für. Haben Sie sich heute Morgen ein bisschen eingecremt? Ich habe Nivea drauf. Ich mache mal einen ganz kleinen Kleck. Ja, kann gerne was zu. Ups. Ja. Aber Ike hat mal gesagt, ihr musstet damals heiraten? Ja. Warum musstet ihr heiraten? Ich musste meine Eltern auch fragen mit 20. Aber ich wollte unbedingt mit 20 heiraten. Jeder hat so seinen Vogel und den hatte ich auch. Ich wusste genau, was ich tat. Uwe, ja. Hast du denn einen richtigen Antrag gestellt? Ja, selbstverständlich. Doch, das hat er gemacht. Gekämpft. Ja? Er hat, du musst mich erst gewarnt. Ach ja. Was hat sie gesagt? Ne? Die willst du heiraten? Die willst du heiraten, hat er gesagt. Die kann er nicht mal Wasser kochen. Sie hat ihn gewarnt. Das ist jetzt der nachträgliche Hochzeitsspaziergang. Lass uns hier gehen, Digga. Das ist für dich besser. Das ist besser. Da muss ich nur vorsichtig, dass ich hier nicht über... Ich fange dich auf. Ja. Keine Bange. Ja, das so, ein bisschen ist weich. Gefällig hier. Ja. So. Ach, du ahnst das nicht. Sag mal, du hast eine selbstbewusste Frau dir ausgesucht. Nein, ich habe schon gewusst, was ich nehme und was ich nicht nehme. Und das, wir haben uns, glaube ich, recht gut verstanden. Ja. Ne? Und da habe ich gesagt, das ist die richtige. Und wir haben ein schönes Leben hinter uns. Vorsichtig. Und immer noch. Also, oder? Die 60 Jahre hast du bis jetzt gut überstanden. Ja. Was fandst du an der richtig gut, an der Ilka? Ich weiß. Soweit ich sie kennengelernt habe, war sie mir sehr sympathisch. Sah sehr gut aus und war auch in ihrem ganzen Wesen sehr nett. Und das hat ja auch gleich geklappt, wenn ich gesagt habe, ich bin jetzt so und so lange weg. Und war da, habe das übergeben und habe sofort Vertrauen gehabt zu ihr. Ich kannte ja seine Fußballmannschaft auch. Alle, Jürgen Werner, Klaus Stürmer, Horst Michalke, alle. Hast du den Besten ausgesucht? Ich denke ja. Im Nachhinein ja. Ich hätte keinen anderen heiraten gemacht. Ernsthaft. Hier haben wir gesessen. Da dran. Da haben wir gesessen. Wie wollen wir damit bloß umgehen mit den Gedanken, Gott, ja. Den ganzen Tag? Ich finde das toll. Erinnerst du dich noch? An die Trauung und an die Hochzeit habe ich. Natürlich. Gute Erinnerung, ne? Du auch, ne? Ja. Ja. Es hat ein bisschen geregnet, weißt du, tatsächlich? Ja, so ein bisschen, aber nur leicht, ne? Ich weiß nicht mehr, was für ein Auto das war, aber mit irgendeinem großen Auto sind wir hier vorgefahren. Die waren alle erfreut und jubelten. War sehr schön.
So vergeht die Zeit. Ja. Schnell. Viel zu schnell. Komm, lass uns gehen. Ach, aufpassen. Wie ist das jetzt, hier vorm Elternhaus zu stehen? Ich habe ja gute Erinnerung. Hier stand kein Auto. Hier haben wir quer Fußball gespielt. Da wohnte einer, da wohnte einer. Da haben wir sie ja unten getroffen und noch. Und da haben wir geballert. Wenn da was kaputt gegangen ist, haben die immer gesagt, das war der Seele. Aber war eine schöne Jugend hier. Hattest du ein eigenes Zimmer? Nein. Da ich der Jüngste war, habe ich teilweise bei meinen Eltern mit im Schlafzimmer geschlafen, weil ja nur zwei Zimmer da waren. Wir gucken mal hier bei der 16. Jawohl. Ist da irgendetwas, wo du sagst, mein Gott, das hätte ich am liebsten gar nicht erlebt? Bei Fliegeralarm waren wir immer im Keller, obwohl wir uns auch da nicht so richtig wohlgefühlt hatten. Weil wir gesagt haben, wenn das hier reinknallt, dann werden wir zugeschüttet. Ne? Hier ist ja auch eine Brandbombe, ist ja oben im dritten Stock auch eingeschlagen. Mhm. Aber das haben die gleich löschen können. Bin ich gerne in den Keller gegangen. Also, die Angst war immer da? Die Angst war immer da, ja. Mhm. Passiert was, passiert nichts. Das ist Vergangenheit. Also, jetzt geht's mir gut. Ja, heute bin ich dann wieder da. Steht der Uwe da ganz alleine rum hier. Ach, Mensch! Ja? Wie geht's hier? Danke, mir ist langsam besser. Ja? Aber tut sich schwer. Tut sich schwer, ne? Ja, ja, im ja, Alter. Schon gehört, du. Im Alter wächst das nicht so schnell wieder. Ja. Aber wie ich so gerne möchte. Ja, aber du hältst ja durch, ne? Aber jetzt geht's, muss man durch, ne? Und sonst geht alles gut. Prima. Aber zu sehe ich dich ja. Ja, na ja, nun. Wunderbar. Und wie ist mit der Puste? Geh mal ein Stück. Die Bank ist unsere. Die Bank ist unsere, genau. Das ganz neue Bild Uwe auf der Bank. Das hat es eigentlich nicht gegeben. Nee, lange nicht. Olli, was hast du denn für Erinnerungen an Uwe aus deiner Jugend oder gar Kinderzeit? Jeder, der gekickt hat in der Schule, jeder wollte wie Uwe sein. Und Uwe war mein Held, Punkt. Uwe war ein normaler Mensch, aber trotzdem und vielleicht gerade deswegen als Vorbild einfach ein absoluter Weltstar. Ich weiß nicht, ob es zu deiner Zeit einen besseren Mittelstürmer gab. Ich würde mal sagen, nein. Es gab sicherlich noch ein paar gute, aber ja, das. Aber nicht so wie du. So wollte man sein. Ja. Ich bin 1960 geboren und bin natürlich in allerfrühester Jugend in meinem ersten Verein, einem ganz kleinen Verein in Hanau aufgewachsen. Und da war für uns klar, Uwe Seeher, Fußballschuhe. Blaue Sohle unten von Adidas, wunderbare Schuhe, war ganz stolz darauf, dass ich damit dann spielen durfte und bin eigentlich dadurch schon mit Uwe Seeher in Kontakt gekommen. Heute lachen ja immer viele, wenn man sagt, man ist HSV-Fan, weil das ist natürlich eine ganz andere Zeit gewesen. Der HSV war ein überragender Verein zu der Zeit. Und ein Tor von Seeher! 1:1! Die deutsche Fußballmeisterschaft 1960 ist entschieden. Sie ist entschieden zugunsten des norddeutschen Fußballmeisters, zugunsten des Hamburger Sportvereins. Uwe, Uwe, ruft es durch das Bahnhofsgebäude.
Sie fahren nun auf den traditionsreichen Sportplatz am Roten Baum, auf dem 25.000 Menschen in sommerlicher Kleidung versammelt sind, mit Wimpeln und Fähnchen. Applaudieren Sie und nehmen Sie den Dank des Publikums entgegen. Und das ist eben auch das, was man vielleicht so im ureigensten Sinn ein Vorbild nennt. Irgendwann werden sie dich wahrscheinlich in Bleigold, werden sie irgendwie so eine Statue gießen und dann steht die auf dem Rathausmarkt oder so. Das wird passieren, ganz sicher. Den kennen Sie noch in 100 Jahren, in 200 Jahren. Ich finde das Schönste, was es auf der Welt gibt, normal zu sein. Ja, das ist einfach mein Leben. Also, ja. So bin ich und so möchte ich auch bleiben. Und was die Menschen damals und auch die, die sich daran erinnern und die noch das Herz am rechten Fleck tragen, so wie du, auch heute noch empfinden. Also das ist dann einer von uns. Es gibt viele Sonntage in der Woche bei uns, aber es gibt auch mal einen Freitag, wo es nicht so gut läuft. Ist doch logisch. Also es ist, wie es ist. Man muss sich schon Mühe geben im Alter. Aber man sollte es lohnt sich. Wir können nicht mehr ordentlich gehen, nicht mehr ordentlich sehen, nicht mehr ordentlich hören. So, und das musst du immer mal auffangen. Und immer hat man nicht gute Laune. So hoffe ich, dass ich jedenfalls irgendwann wieder vernünftig gehen kann, ne? Ohne dieses Ding da. Aber Mäuschen, das wird nie wieder so, wie es einmal war. Nein, das weiß ich ja. Das habe ich ja nun. Das muss man sehen. Das habe ich ja nun erlebt. Also, das muss ich mir abschminken, das ist klar. Moin, Übchen. Oh, oh, Mensch. Happy. Schön, dich zu sehen. Geht's gut? Hauptsache, du bist da. Ja, alles gut. Ja, so weit. Ich habe ja viel Freiheit gehabt. Nachher, wo er noch mehr unterwegs war. Denn das ist ja nicht einfach Beruf und Fußball zusammen. Ich war fast nie da. Ich vertrete eine sehr große Sportschuhfabrik. Außerdem eine Ballfabrik. Tischtennisartikel und Trikotagen. Er ist so viel unterwegs gewesen. Dann hat er in der Tür gestanden und dann hat er gesagt, Ilka, denk dran, den Handwerker musst du noch anrufen und den musst du noch holen und tschüss und in 8 Tagen komm mal wieder, dann war alles fertig. Ich bin sehr zufrieden und mein Leben war wunderbar und das habe ich meiner Frau zu verdanken. Mein Leben war richtig so. Jungs, jetzt aber rein. Guten Appetit. Schön bei euch. Ich bin ja immer schön. Das geht? Ja, passt. Das war geschieden, bitte. So. Sag mal, was für, habt ihr denn für gemeinsame Geschichten eigentlich? Sammy, du bist ja der Jüngste. Was verbindet dich mit Uwe? Als ich ein ganz kleiner Junge war, mein Opa wohnte in Hamburg. Ja. War Hamburger. Und Uwe marschierte so langsam los und wurde dann noch international. Und es gab hier nur Radio bei uns, kein Fernsehen. Da saß mein Opa Lierk, vor dem Radiosender. Und jedes Mal, wenn der Name Uwe Seeler kam, liefen ihm die Tränen runter. Echt? Opa war so gerührt? Opa war, wenn Uwe Hamburger Ober, das war für mich das erste Erlebnis mit Uwe Seeler. Ich habe ihn auch auf dem Platz erlebt. Und danach, nach dem ersten Spiel, wusste ich genau, warum er so erfolgreich war. Er konnte sich durchsetzen, der Dicke, nicht nur auf dem Platz.
sondern auch verbal gegenüber seinen Mitspielern und den Gegnern. Das war sensationell. Er wollte nur eins, Erfolg haben. Und er hat eins gehasst, wenn irgendwas nicht klappte. Was mir sein Verhalten gefällt, ist, dass er ungefiltert. Das war ganz direkt. Also keine Schauspielerei, kein Schöngetue.